Hallo und herzlich willkommen zum Play-by-Play, heute auf Ashika Island. Und zwar Ashika Island ist ja so eine Map, wo viele sagen, generell ist es zu viel PvP momentan, man kann super schwer Missionen machen. Und deswegen möchte ich hier mit diesem Play-by-Play so ein bisschen helfen, vielleicht so ein paar Ideen zu kriegen für Ashika Island, wie man es als Solospieler gut machen kann. Das Play-by-Play-Format soll dazu dienen, dass ich meine Gedanken erzähle, während ich zocke und ihr seht, warum ich welche Entscheidungen treffe. Und könnt vielleicht dadurch ein paar Sachen ableiten, vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Oder vielleicht könnt ihr auch im Gegensatz sozusagen Erik um Gottes Willen, macht das so auf Gottes Willen nie wieder. In dem Sinne, wir gehen rein mit Reis der Ratte. Und als Sache nehmen wir mit die Kronensquall. Ich nehme mit das Fernglas, auch wenn Ashika eine kleine und schnelle Map ist. Fernglas ist auch hier dabei bei mir als Solo. Eine Semtex und eine Motionskiste als Standard. Wir gehen komplett nackt rein, damit ich mal zeigen kann, nicht, dass man denkt, hier mit Selbstweste und Co. ist das viel einfacher. Komplett nackt und eine Waffe. Let's go. So, auf geht's, ab geht's. Wir gehen in die Runde rein und wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, wie wir zocken möchten. Das erste ist komplett Solo sozusagen, Sneaky Peaky. Und das zweite ist, man macht Trupp auffüllen und sucht sich so schnell wie möglich ein Platoon. Also ganz wichtig, nach rechts rennen, nach links rennen, egal wohin. Hauptsache sofort ein Team finden, das Team legen oder selber gelegt werden und dann Platoon bilden. Das ist eigentlich die Hauptstrategie. Und eine sehr angenehme Strategie, muss ich sagen. Also, sobald ihr das Platoon habt, kämpft ihr nur noch gegen 3er, 4er, 5er, 6er Teams. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das Platoon überlebt, wenn ihr sofort ein Platoon bildet, ist relativ hoch. Und deswegen ist das so die Hauptstrategie. Also, man muss sich ein bisschen drauf einlassen. Manche mögen das nicht mit den Platoons, verstehe ich auch alles. Aber, ja, es ist einfach mit Abstand die angenehmste Methode. Wir machen jetzt die Schwitzer-Methode und das ist halt wirklich Solo zu bleiben. Und dabei ist es wichtig, dass wir genau dieser ersten Strategie eben aus dem Weg gehen. Wenn wir wissen, okay, die Strategie von den meisten Leuten ist es, rechts-links zu rennen und die Spawnpunkte anzugreifen, dann laufen wir querfeldein, genauso, dass wir den Teams, die rechts-links sozusagen flankieren, komplett aus dem Weg gehen. Selbst wenn die anderen alle ebenfalls in die Mitte rennen, haben wir theoretisch immer noch einen kleinen Vorteil, weil wir sozusagen dem Ganzen entkommen können. Wir haben jetzt den schlechtesten Spawn gehabt überhaupt. Also der schlechteste Spawn, weil der ganz weit hinten ist. Das heißt, also schlimmer geht's nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass uns jetzt einer abfangen kann, ist jetzt sozusagen am höchsten. Also höher geht's nicht. Und trotzdem seht ihr, dass wir relativ gut durchkommen. Also einfach in die Mitte. Und in der Mitte merken wir uns an der Burg. Hier unten ist ein Durchgang in ein Hüllensystem. Da können wir reingehen. Wer sich ein bisschen besser auskennt, der kann die Nebenhüllen nehmen. Die gehe ich jetzt hier. Also wir gehen die Straße hier entlang. Und ihr seht, ich bin jetzt in der Mitte. Und es ist eigentlich fast unmöglich, dass jetzt schon jemand hier in der Mitte ist mit mir. Fast unmöglich. Also ab jetzt bin ich eigentlich die ganze Zeit relativ safe. Und hier sind die Hülleneingänge. Hier sehen wir 1, 2, 3, diese Hütten sind das. Das heißt, wir können einfach die erste Hütte hier nehmen beispielsweise. Lol, wo ist dieser Eingang? Hier. Und wir gehen dann runter. Und da sind wir schon mal im unterirdischen Höhlensystem. Und von hier aus gucken wir uns einfach an, wo der das U-Boot ist. Das da hinten. Also wenn ihr euch nicht orientieren könnt, oh, wo bin ich? Da ist das U-Boot. Ganz simpel, ganz einfach. Rennen wir zum U-Boot. Hier gibt es ja zwei Bereiche. Einmal Dead Drop. Sehr wichtig für viele Missionen. Also das könnte ultra wichtig sein, wenn ihr Sachen abholen müsst oder abgeben müsst. Ich komme hier ohne Kampf super easy hin. Und das zweite ist hier auf der Seite, wo ich jetzt bin. Da ist dieses Seil nach oben und da kommen wir in den unterirdischen Eingang zum Zuki's Castle. Wenn hier eine Kampfzone ist, ist das hier eine orangene Kiste. In dem Fall ist es eine normale Kiste. Alles easy peasy. Und ja, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, hier noch eine Tellermine hinlegen. Ansonsten, wenn jemand die Burg annimmt, wir hören das halt sofort. Wir hören das, wenn hier oben Spieler sind. Der Wilson muss erst erschossen werden oder gekillt werden, damit hier jemand rein kann. Wir haben eine super, super, super lange Vorwarnung. Also auch hier super safe. Und dass ein anderes Team hier hochkommt, ist auch selten, weil sie brauchen ja den Schlüssel. Und den nimmt nicht jeder mit. Deswegen ist auch ultra selten jemand hier. Und wie gesagt, 101% Sicherheit mit einer Tellermine an dieser Stelle. Also, Tür aufmachen, wir gehen jetzt hier rein. Und warum zeige ich das hier? Weil das natürlich der zweite Bereich, Achtung, Falle hier. Weil das der zweite Bereich ist, wo man viele Missionen machen kann. Bombenmacher töten, auf kurze Entfernungen. Ach Leute, was es nicht alles gibt. Unten, wie gesagt, im Deadjob was abholen. Das sind nun mal die Hauptmissionen. Und deswegen greifen wir mit dieser Strategie, hier unten lang zu rennen, direkt einen Großteil ab von den Dingen, die wir machen müssen. Oh, Plastiksprengstoff, den nehmen wir mit, den brauche ich sogar. Ja, ansonsten werden wir hier hinten lang gehen.
Ich habe mich gerade hingelegt, weil ich dann diese blöden Schild... Ich hasse diese Schildträger, weil ich es schon mal gesagt habe. Ich hasse Schildträger. Wow. Ich komme nicht weg aus dem Menü. Oh mein Gott, ich kam nicht aus dem Menü raus. Ah, dieses Menü macht mich manchmal echt eckere. Ich glaube, ich muss irgendwann mal meine Tastenbelegung verändern, dass ich nicht immer dieses Menüproblem habe. So, was machen wir jetzt? Ja, wie ihr wollt, ne? Also, wenn ich jetzt live wäre, könntet ihr jetzt sagen, was wir machen. Wir können hochgehen. Bombendrohne nehmen wir auf jeden Fall mit. Dreierweste haben wir auch. Wir sind auch schon gut ausgerüstet. Forschungsheimschlüssel war hier. Also, sieht schon wirklich gut aus. Hier ist der Raum mit den drei Taschen. Und hier ist das Coole, dass wir eine Grafikkarte holen können. Also die Wahrscheinlichkeit für eine Grafikkarte hier ist 33%. Das heißt, mit einem Schlüssel für drei Ladungen, drei Waffenschränke, habt ihr fast eine 100%ige Chance für eine Grafikkarte. Und das Coole ist, wenn ihr zwei Schränke öffnet, kann es auch passieren, dass ihr zwei Grafikkarten zieht. Also ein bisschen Glück, na klar, mit Pech auch gar keine, aber ja, also auch ein sehr, sehr guter Ort für Grafikkarten. So, wir gehen jetzt mal hoch. Und schauen jetzt hier mal, was Sache ist. Wir können looten unten im PC-Bereich. Ihr seht auch, es ist relativ ruhig, weil noch kein Alarm ausgelöst wurde. Es ist also, diese Sneaky-Methode sorgt auch dafür, dass ihr auch in den Bereichen, wo man immer ist. Ich weiß nicht, wer das Video von euch gesehen hat mit Ashika, dem Alpha-Cluster, wo wir relativ gemütlich hochgelaufen konnten, weil wir halt keinen großen Lärm gemacht haben. Das macht halt wirklich viel aus, weil ich sehe die Falle nicht. What the shit? Okay, okay. So, wir sind jetzt hier oben schon beim Bombenmacher. Die Schildträger kann man super leicht über die Treppe hier killen. Machen wir es mal so. Und so. Und so. Ja, und damit haben wir auch schon alles erledigt hier. Eine Katzenstatue. Ich liebe Katzen. Jetzt kommen wir hier oben noch looten. Es gibt eine Mission, wo man hier Dinge in die PCs reinstecken muss, Sachen ablegen muss hier oben. Das geht alles nicki-picki, ohne überhaupt nur Gefahr zu laufen. Deswegen versuche ich immer in den Streams zu sagen, Leute, wenn ihr Probleme habt als Solo, PvP, Strategie anpassen. Strategie anpassen und überlegen, was machen die Gegner und wie könnt ihr das als Solospieler kontern, um wiederum ein super, super easy Life zu haben. Und ihr seht, das ist wirklich... Also, einfacher geht nicht. Einzige, was ich mich gerade frage, ist, wo ist der Bombenmacher? Weil der müsste eigentlich immer hier sein. Ist er hier runtergelaufen eventuell? Wir machen mal gerade hier die Falle. Eigentlich kann er nicht runtergelaufen sein. Lul? Oh, der ist nicht gestorben. Lass mal... Haben wir, das ist jetzt zweiter Tag Season 5. Wir haben im Livestream jetzt einen Tag Season 5 gespielt an der Öffnung. Aber ich habe Ashika seitdem noch nicht getestet und ich bin gerade verwundert. Warte, wir haben hier keinen Bombenmacher. Krass. Okay. Ich bin mir sicher, dass wir das noch herausfinden werden, was hier los ist. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn ihr das schon wisst. Also zum jetzigen Zeitpunkt bin ich auf jeden Fall, überrascht. Und weiß nicht, wo der Bombenmacher ist. Also normalerweise der Bombenmacher hier, ihr legt ihn, dann könnt ihr den Waffenkoffer nehmen. Er hat immer eine Kommunikationsweste dabei und er hat immer eine Armbrust dabei. Wenn ihr die noch nicht freigeschaltet habt, könnt ihr die hier extrahieren. Ansonsten habt ihr halt eine Armbrust für euch. Und ihr seht, ich kann hier rumlaufen, alles alleine machen. Ich habe die Ruhe, keiner stört. Es ist wirklich, wirklich entspannt. Wir sollten natürlich nicht zu weit ausreizen, weil irgendwann kommen die Spieler. In der Regel ist es so, wenn die PvP-Kämpfe zu Ende sind, hier am Strand und auch hier schon weiter im Landesinneren, dann kommt das Ganze immer weiter in die Mitte und irgendwann werden wir ein Team haben, was dann schlussendlich die Burg holen, angreifen wird. So, Mörserschlag. Also, wir gehen jetzt gemütlich weiter. Gehen hier lang, suchen uns den Weg zurück. Ich muss sagen, den Weg zurück finde ich immer ein bisschen schwerer, also da den Weg zu finden. Ich glaube, wir sind hier lang gegangen. Ja, genau. Und hier ist der Durchgang in den Keller. Zeig mal, wo wir genau sind. Das ist hier der westliche Komplex. Wir können aber, bevor wir das... Ah, okay, feindlich verbesserte Drohne eingesetzt. Aber nicht über uns. Das heißt, der Gegner sieht uns gerade nicht. Also wir sind momentan safe. Mobile Drohne ist drin. Wobei es natürlich sein kann, dass sie mit der mobilen Drohne zu uns kommen. So, aber das wollte ich zeigen. Wir können jetzt hier nichts weiter machen. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen zurück. Ich mache das so gerne, dass ich beim Zurückgehen die Türen schließe.
Es hilft einfach, den Gegner sozusagen im Dunkeln tappen zu lassen. Wenn er jetzt zum Beispiel wüsste, wenn er mich auf der Karte sieht hier und er weiß, dass ich über den unterirdischen Eingang gekommen bin, dann kann er mich natürlich versuchen, hier unten abzufangen. Und ich mache ihm das Leben einfach schwerer, indem ich sozusagen jeden Hinweis... Man muss da nicht zu offensichtlich machen, wisst ihr, wie ich meine? Gerade als Solospieler. Ich sag immer, Kontrolle ist das Wichtigste, dass man selber weiß, was ein bisschen abgeht um einen herum und dass man die Gegner so ein bisschen unter Kontrolle hat. So, dann zeige ich nochmal schnell den Dead Drop. Oh, ich klemme. So, das war der Juggernaut. Es sind hier zwei Juggernauts. Ein bisschen aufpassen, dass man nicht in den zweiten reinläuft. Ist das ein Juggernaut? Ne, das ist ein normaler Bot. Gehen wir mal hier rein. Ich gehe mal hier links in den Container. Hier kann man gut looten. Zigaretten, Katzenstatuen, alles hier. Und... Wow. Und hier ist der Deaddrop. Ganz wichtig. Aber ich gehe jetzt mal weiter. Da ist der Deaddrop, mit dem man reingehen kann. Ich werde gerade hier getroubled. Was ist der? Ich bin gerade in der Aufnahme. Ich komme gleich nach der Aufnahme. Sehr gerne. So, Leute. Sorry für die Unterbrechung. Weiter. Dann gehen wir jetzt hier runter. Und von hier aus haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten. Das erste ist, einen eigenen Exit kaufen. Der ist auf der Schicke erstmal grundsätzlich billiger als auf Almasra. Zweitens, einer der drei Standard-Exits nehmen, ganz klar. Ein bisschen beobachten dann, wie laufen die Gegner, wo sind Fahrzeuge, die sich bewegen. Ein bisschen versuchen zu antizipieren, wo ist viel los, wo passiert was. Und die dritte Möglichkeit ist eine Geiselrettung. Dabei würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr eine Geiselrettung nehmt, so eine hier oben in den Wohnbereichen oder eine hier unten am Hafen, ist auch ganz nice. Vor allem, wenn da nichts los ist. Ihr seht, hier unten ist eine Kampfzone anscheinend. Also da fliegt was los, aber die Kampfzone kann auch hier oben sein. Ja, und ab jetzt kommt auch das Fernglas ins Spiel. Wir haben es beim Hinlaufen nicht gebraucht. Beim Rauslaufen brauchen wir es, um jetzt sozusagen Kontrolle zu bekommen, was Sache ist. Also gerade im Hafenbereich. Wenn wir jetzt hier links runter gucken, sind wir in den Hafen. Wir sehen unten die Geisel, also den Auftrag. Wenn wir jetzt ein bisschen gucken, wir sehen halt sofort, ob ein Team da ist. Weil, wie gesagt, Ashika, die Strategie ist Platoon. Und scheut euch nicht davor, ein Platoon zu machen. Das ist die Strategie. Man muss sich anpassen und wenn das die Strategie ist, dann geht man auch in den Platoon rein. Also ich finde, da sollte sich keiner verscheuen. Das ist wirklich angenehm auf Ashika. Und es ist nichts Verwerfliches. Ashika, Platoon, es ist einfach so. Aber wenn ihr solo, so wie ich jetzt hier unterwegs seid, dann ist es umgekehrt, wegen dieser Strategie, auch super leicht, das Platoon zu sehen. Sechs Spieler, die rumrennen, also... Naja, das sieht man halt einfach. Also auf wirklich große Entfernungen. So, hier gehen wir mal kurz rein und holen den Auftrag. Wo ist er? Der ist über uns. Gehen wir mal schnell nach oben. Gucken, was hier los ist. Auch nichts los. Das Gefühl, die haben die Spawns so ein bisschen verändert hier auf Ashika. Dann machen wir hier. Let's go. So, da ist die Geisel. Da können wir jetzt mal rüberlaufen. Auch hier übrigens ist super, super viele Taschen. Super viele Taschen für Masken, für Zigarren, für Schnaps auch. Für Masken, habe ich schon gesagt, für verschiedenste Masken. Also, ja, ich sag mal, also bei mir war das Schwierigste, als ich Items gesammelt habe, die Zigarren alle zu sammeln. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir gehen rein. Wahrscheinlich oben die Geisel. Geisel ist vorne rechts. Hinter uns ist jemand. Wow. Ich hätte vielleicht nicht mit einem HP. Mich wundert, warum der Timer. Irgendwas stimmt hier nicht. Seht ihr auch, der Timer läuft nicht von dem Sprengsatz. Super komisch. Wiederbelebung ausrüsten. Ultra 1, wow. Hab ich gesagt, hier sind zu schwache Bots? Naja, ich bin aber auch gerade ein bisschen verpeilt, ehrlich gesagt. Sag mal, hab ich den... Ich
okay. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Also da kommen gerade Horden von Bots. Also was ich vorhin gesagt habe, dass hier wenig los ist. Okay. Aber die Verstärkungen sind dafür gefüllt. Umso krasser, was geht? Was geht? Richtig krass, wir müssen noch ein bisschen beeilen. Je länger der Hubschrauber da steht, desto gefährlicher ist es, mit der Geisel rauszugehen. So, wo ist denn die Geisel? Die ist da vorne, alles klar. Der Hubschrauber ist da vorne, let's go. Super risky, ich leg die Geisel erstmal ab. Ablegen. Bro, ablegen. Kannst du bitte runtergehen einmal von meiner Schulter? Weil, erstmal gucken wir, was hier los ist. Gehen wir kurz hier rauf. Okay, let's go. Lachlan noch einmal. Okay, machen wir. So, komm mit, Geisel, komm mit. Maske auflassen und ruhig. Komm. Ich höre Granaten, da ist noch was. Ich überlege, ob ich die Geisel kurz abwerfe, ablege. Oder wollen wir durchgehen? Nee, ablegen. Die machen halt so viel Damage. Ups. Wir machen so viel Damage, dass die Geisel sofort down geht. Nachladen und durch. Ich höre immer noch Schüsse, aber ich glaube, das ist eine Ablenkungsgranate. Okay, wir kriegen Schüsse ab. Wir laufen jetzt aber trotzdem durch. Müssen hier die Treppen hoch. Okay. Also die extra Exit zu nehmen ist auf jeden Fall ein relativ safer Weg auf Ashik Island im Vergleich zu den Standard. Oh, wie soll ich denn darauf kommen? Okay, es geht. Du entscheidest, ob ihr zusammen abzieht. Wir ziehen. Ultra 1, Geisel. Und go. Ging auch super schnell. Ja, und das war Runde Ashika sozusagen solo. Ich lasse mal ganz schnell starten, in die Mitte reingehen, zur Castle. Da habt ihr die Möglichkeit, den Deaddrop zu finden, Sachen abzugeben, Sachen abzuholen. Ihr könnt euch regainen. Und im unterirdischen Bunker gibt es super geile Sachen. Ich bin jetzt auch full equipped. Also, ich muss da gar keine Sorgen machen. Wenn ihr den Schlüssel mitnimmt, könnt ihr in die Burg rein, könnt einen Bombenmacher legen, ihr könnt da Missionen erfüllen, indem ihr Sachen ablegt, Sachen abholt. Und wenn ihr exitet, dann am besten über eine Geisel oder genug Geld mitnehmen oder sammeln, dass ihr einen Exit kaufen könnt. Exits sind billiger, ich weiß nicht den Preis aus dem Kopf, aber die sind billiger als auf Almasra und damit kann man ja auch sehr gut über einen gekauften Exit rausgehen. Und das Ding ist einfach, dass die normalen Exits hochfrequentiert sind hier, da ist immer Action, aber die Ausgänge außerhalb dieser drei normalen Exits, die sind halt immer relativ safe. Leute, wie lange sind wir dabei? Boah, das ist aber eine schnelle Runde, nur 15 Minuten. Mal gucken, vielleicht machen wir gleich noch eine Platoon-Runde, dass ich euch die zweite Methode zeige. Ansonsten sage ich an dieser Stelle hasta luego und hasta la vista.